Attacks mit 4x Kevlar, Kit und Smoke bei Skrunk. Gambit Youngsters mit 4x Kevlar, Smoke, Flash und P250 für Shiro. Gambit Youngsters direkt mit der ersten Smoke und Flash raus in Richtung A-Spot. Inter ist bereit in Main. Nix sich aber ebenfalls oben Richtung Ladder. Erstmal langsam rantasten. Inters schaut mal Richtung Spot, Richtung Connector, ob er was sehen kann. Am Ende aber soll's in Richtung B gehen. Inters, erster Erfolg. Cressy bekommt den Headshot mit, versucht dann zu traden. Doppel-Entry Inters, sie pushen jetzt doch. Ah, in Richtung B drauf mit der Bombe. Immer noch Mirbe, die Bombe ist down. Und das könnte der Worst Case sein für die Gambit Youngsters, weil Slax bereits bereitsteht. Slax muss aufpassen, schnappt sich den Doppelkill ebenfalls, genauso wie Mirbe. Und jetzt liegt's nur noch an Inters. Mirbe wäre ein schneller Trade. Ich verbreche eine kleine, richtig große Rampe. 50 Sekunden hat er noch für Uhr. Kevlar, 80 HP. Und dann pusht Mirbet schon die kleine Rampe durch. Dürfte Inter sehen, jawoll. Und das ist sie, die erste Runde auf dem Konto von Alternate Attacks. Genau so muss es anfangen. Natürlich jetzt, zweite Runde. SMGs, AUG bei Attacks. Gambit Youngsters. Ohne Bombplant. Schwierig. Na, gibt die Pistol Eco Round. Stefan, Ladder. Hat den Exile schon mal aufgehalten. Wie ist das? Ah, Ivy durchgepusht, Main geholt und bislang sieht's nicht vielversprechend aus in dieser Pistol-Eco-Run für die Gambit Youngsters. Mirbit, Long Distance. Inters. Eins gegen fünf und die Chancen, die sind entsprechend gering. Ah, das brauchen wir gar nicht weiter zu definieren. Na, Main gepusht von hinten, Skrunk. Wieder ein paar kleinere Hänger im Clean Feed. Schauen wir mal, ob vielleicht die erste Byron da ein bisschen was ändern kann bei den Gambit Youngsters. Cressy. Ja, mit dem ersten Blick in Richtung Main. Stefan steht close, bekommt der Flash rein. Erstmal nichts, wird abgesmoked. Und auch da kann Alternate erstmal keine weiteren Informationen sammeln. Inters aber schaut noch an die Smoke-Karte rein. Molotov vor Stefan nach vorne und zurück. Shiro, Instant Trade. Inters immer noch close in Main. Und da wartet Stefan auf die Close Distance, reicht nicht. Cressy mit 70, Ivy pusht durch in der Smoke. Spader sitzt auch hier erneut nicht bei Cressy. Exile mit 20, Inters mit 30, Slax, Bombe down, Supra auf der Ladder raus. Und das ist das 1 gegen 2 für Mirbit. Chancen hat er allemal. Kit, Kevlar, AUG, Full Life, schaut Richtung Spot. Ah, schnappt sich Instant Supra und jetzt eben nur noch 33 HP bei Inters. Aber eben die AK auf die Long Distance, also One-Shot-Headshot-Potenzial. Ah, liegt die Bombe defensiv hinten. Inters. Ah, Long Distance Play sitzt nicht. Und Mirbet schnappt sich den 1 gegen 2 glatt. Schön gemacht. Natürlich das Upgrade auf die AK mitgenommen, ganz klar. Somit eben das 3 zu 0 für Alternate Attacks.
Tja, durch den Bombplant gab es wenigstens ein bisschen extra Geld obendrauf. Also nochmal AKs, Kevlar Helm und ein paar Granaten in die Hand von den Gambit Youngsters. Und der Tex setzt bereits früh auf die Doppel-AWP. Ne Fanny versucht es aus Main raus. Jawohl, Slacks, Crunk, doppelt das Ganze. Schön gemacht, Überzahl hergestellt. Und es sind 1 gegen 4 für Exile. Und die Chancen wieder verschwindend gering, die Runde irgendwie zu holen. Versucht es nochmal gegen Stefan, aber auch hier keine Chance. Schön Triple Kill von ihm. Und somit das 4:0. Tja, diesmal kein Bombplant, kein extra Geld. Und die Frage ganz klar, gibt es da vielleicht ein paar Pistols mit 3.500 Dollar auf der Bank? Sollte das durchaus drin sein mit ein bisschen Käfer, vielleicht auch 1, 2 Granaten dazu. Aber mehr sollte da eigentlich diese Runde nicht drin sein bei den Gambit Youngsters. Entschuldigung. Slacks, May geschaut. Mirbit, kleine Rampe VB mit der ersten Granate gegen die Deagle-Runde bei den Gambit Youngsters. Und Skrunk muss da am Ivy aufpassen. Skrunk wartet. Ah, lässt eine Fanny schön in sich reinlaufen. Ivy aufgehalten, der Rest versucht es in Richtung B-Spots. Da stehen Slacks und Mirbit. Immerhin eine Smoke hätte man, die man bei Interest werfen könnte. Ah, wirft sie unten close für eine Cross-Smoke. Direkt der Counter-Molotov. Slacks mit dem Blick nach oben Richtung große Rampe. Mirbit überlebt mit 30 HP und Interest kommt da einfach nicht raus. Nochmal wichtige Sekunden rausgeholt. Slacks pre-fire rein. Interest ist raus, ist bekannt. Mirbit, bekommt da die Deagle noch ab? Slacks verschießt, jetzt mit 3 Mann. Und dann hat er keine Chance mehr. Also wenigstens einen Track gezogen, aber wieder kein Bombplant, kein extra Geld. Und diesmal gibt es auch die AWP für Shiro. Ja, bislang auf jeden Fall ein guter Start von Allstate auf der Train City Side. 5:0 Spielstand, kann sich sehen lassen. Skrunk offensiv am Ivy. Schön mit der AWP, weiß, dass da noch einer steht. Flash rein. Auf Big Dach! Wollte sich der Shiro stoppen. Und auch Slacks, erstmal blind. Ah, zieht sich lieber defensiv zurück. Denn die Unterzahl möchte man erstmal nicht riskieren. Wieder Cressy offensiv vor Main. Stefan hält die Leiter unten, dass da keiner runterdroppt. Und Mirbit defensiv auf dem B-Spot mit der M4. Die Youngsters. Ja, gruppieren sich neu oben Richtung Leiter, Richtung B-Side. Bin ich mit dem Blick, ob da vielleicht noch irgendwas offensiv pusht. Slacks derweil, Smoked Ivy schiebt ebenfalls schon mal etwas näher Richtung Spot. Da vielleicht auch schnell schieben zu können. Mirbit springt, hofft auf frühe Informationen, 40 Sekunden auf der Uhr. Und jetzt pusht man rein, erste Flash ist raus, Slacks Long Distance. Molotov für den Defense Plant geworfen, Richtung große Rampe geschaut. Bomb Plant geht aber trotzdem durch, weil der Molotov nicht allzu optimal liegt. Mirbit pre-fire, von hinten kommt Stefan, Doppelkill mit der AK, super fit close. Stefan weiß Bescheid, Mirbit hilft mit und extra mit 30 HP ist ebenfalls blitzschnell raus. Tja, die Gambit Youngsters ordentlich am struggeln. Hat es bisher nicht geschafft, auch nur einen einzigen Zähler für sich zu beanspruchen. Also noch ein bisschen warten. Skrunk mit dem Peak Richtung Main, Richtung Ivy. Die Youngsters haben wir die Bar Round. Also durchaus Chancen.
Nun müssen diese eben erstmal wahrnehmen. Enters mit 70. Exile, super, wichtiger Entry, aber trotzdem gibt es den Teamkiller in Exile, was natürlich ein bisschen schade ist. Ah, super, für die Fenster aufgeschossen. Lässt sich aber noch alle Möglichkeiten offen. Skrunk, weiterhin Ivy mit der AWP. Und er hat Zeit, bevor die Smoke aufploppt. Piekt eine Fanny rein und riskiert somit die Runde vielleicht wieder zu verlieren. Mirbit im Sprung. Könnte sie in der kleinen Rampe eventuell schon gesehen haben. Chiro wartet mit der AWP auf die Long Distance. Wir brauchen jetzt das Backup aus dem Connector. Granate fliegt gar nicht mal schlecht. Supra mit 30. Skrunk riskiert den Peak durch den Molotov. Und die Bombe etwas offensiver gelegt. Inters, close gegen Slacks. Aber der gepushte Connector. Keine Zeit mehr auf die Pistol zu switchen. Skrunk weiß Bescheid. Chrissy genauso. Aber sie müssen erstmal irgendwie Richtung Spot, irgendwie Richtung Bombe. Und da steht immer noch Chiro. Chrissy gedoppelt. Inters, starkes Timing aus dem Connector raus. Und endlich ist sie da. Die erste Runde auf dem Konto der Gambit Youngsters. Tja, jetzt heißt dranbleiben. Anknüpfen. Denn man darf hier auf gar keinen Fall wieder riskieren, dass Alternator 6 Runden am Stück für sich entscheidet. Kleine Flash in Main rein. Wird hinten nur defensiv abgeaimt. Mirbit offensiv, kleine Rampe. Ah, Flash kann er dodgen, Supra obendrauf. Oh, Mirbit schaut nicht richtig in die Smoke. Bitter, direkt am Anfang dieser Runde den ersten Mann abzugeben. Main, Cressy, ist eingekesselt, der kommt da nicht raus. Das wäre eigentlich die Chance für Inters und Chiro. Cressy, blind, angebrannt, Inters auf die Close Distance, Lex. Keine Chance im Nachpieken. Und somit einen einzigen 4 für Stefan. Könnte man eventuell hören. Mit Supra vom B-Spot. Aber auch das durchaus schwierig. Bombe gelegt. Ganz erst auf Sicherheit gespielt. Und Stefan auf der Suche nach Supra. Bekommt keine Schüsse mit. Shots sitzen nicht so wie bei Supra selbst. Somit gibt es keinen Waffensafe. Na, Attacks. Bisschen in der Bredouille. 5000 bei Stefan, der Rest mit 2 bis 4 bei Slacks. Nicht allzu rosig, was Attacks da auf der Bank hat. Gibt erst mal wieder ein erneutes technisches da natürlich Zeit, sich vielleicht noch ein bisschen zu besprechen für diese 9. Runde. Und was genau Attacks jetzt vorhat. Vielleicht ein kleiner Stack, vielleicht Pistols auf die Close Distance. Könnte ja alles funktionieren. Bleibt bei der Full Hickerant. Deagle für Slacks. Oh, Inters schnell raus aus Main of the Ladder. Neben der Attack sind die Zange und bis dahin gibt es keinen einzigen Train. Damit der Schaden gar nicht mal schlecht ist. Mit 38 bei Inters. Sieht's nicht gut aus, da auch nur irgendetwas mitzunehmen. Nochmals, nachgesmogt den Connector, Mirbit, USP, sonst nichts. Nochmal geschoben in Richtung City-Spawn, Richtung Grundlinie. Vielleicht lurkt da ja noch jemand. Vielleicht kommt er ja irgendwie noch an die Waffe von der Ferni dran. Verlauf dieser 9. Runde. Ja, läuft jetzt schnell rein. Bombe geht hoch, Deagle aufgenommen, dürfte überleben. Aber an die AK kommt er nicht dran.
Da warten sie drauf. Die Youngsters. Drei Runden am Stück. Kann sich sehen lassen. Und genau darauf müssen die Jungs von Gambit jetzt aufbauen. Schön, die Smoke abgame. Da kommen sie nicht raus. Und das sieht doch gar nicht mal schlecht aus für Alternate. Slacks im Main, Bombe gesehen, ist down. Und da können weder Exile noch Supra unten eine Ladder irgendwas gegen ausrichten. Cressy, nachgepiekt. Nach dem Klick, der die Smoke fliegt. Molotov forst ihn raus. Oh, das ist schön, die Prediction durch die Smoke gegen Exile. Könnte sogar eine Flawless-Runde werden für Alternate, wenn sie Supra da keine weiteren Fracks zugestehen. Na, Smoke ist weg. Er weiß, dass am Electric der Cressy stand. Irgendwo auch der Slacks mit der AWP war. Sneakt sich da mal kurz raus. Und wird instant von Stefan abgeschossen. Flawless. Ohne Verlust. Natürlich wichtig für die eigene Economy bei Alternates. Mit einer achten Runde würde man sich schon mal mit der Halbzeitführung belohnen. Steht dann die Frage, wie viele Runden man weiter in der ersten Hälfte auf Train sichern kann. Slacks schnell Richtung B. Flash kommt, ist blind. Ah, muss da instant zurück. Kann leider keinen frühen AWP-Peak riskieren. Aus Crunk erstmal defensiv das Ganze hinten am Ivy gestaltet. Beide Seiten eher passiv in Runde Nummer 11. Zieht sich vom B-Spot zurück. Das Ganze vielleicht eher in Richtung A-Side versuchen. Und da steht Cressy wieder offensiv vor Main. Er hat einen ersten Blick rein. Der Fanny versucht es alleine Richtung Ivy. Wird aktuell nicht gehalten. Nur defensiv von Strunk aus dem Sandwich. Und dann gibt's die ersten Smokes rein. Über Main, über Ivy soll's auf den Split gehen. Cressy blind in der Ecke drin. Scrunch muss eigentlich ein bisschen ablenken, wird aber gleich gedoppelt. Scrunch wenigstens ein Frack gesetzt. Scrunch, am zweiten reicht's nicht. Unterzahl Alternate. Mirbit raus, Stefan raus. Und nur noch Slacks. Und er wird den Teufel tun, um gegen vier Mann in den Retake zu gehen. Na, die Youngsters wissen eigentlich, dass Slacks die AWP in der Hand hält. Und economy-mäßig sieht's nicht allzu rosig aus bei Alternate. Wäre also durchaus den Versuch wert, da die AWP rauszunehmen. Versuchen sie bei große kleine Rampe. Slacks dabei bleibt defensiv im CT-Spawn stehen. Na, könnte gleich gespottet werden. Slacks gegen Mafanny.